So, hallihallo, willkommen zu meinem neuen Let's Play, und zwar Alan Wake's American Nightmare. Ich hab's bis zu einem bestimmten Punkt gespielt, nicht komplett durch, um Gottes Willen. Heißt, ich weiß auch nicht alles, was dort jetzt passieren wird. Aber wir gehen mal direkt in den Story-Modus rein. Normalen Albtraum. Normal, warum gibt's kein Einfach? Bitch, voll mies. Voll mies, sag ich euch. Irgendwo in Arizona. Oh, Barrett. Chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie großartig was mit dem ersten Teil zu tun hat, aber das werden wir einfach sehen. Würde ich sagen. Been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch stellen kann. Ich guck mal kurz. Nicht, dass sich wieder Leute beschweren, dass ich englische Sachen spiele. Naja, die Untertitel sind deutsch, damit müsst ihr euch jetzt vergnügen. Endlich mal nicht die schlechte Synchro, juhu. So. Okay. Offenbar müssen wir hier lang. Natürlich kommen jetzt wieder Sachen angeflogen. Ja, klar. Ernsthaft direkt am Anfang? Warum? Sehr gut. So. Schusswaffe nehmen. Schusswaffe nehmen. Okay, wenn die Schusswaffe kommt. Oh, fuck off. Okay, euch kennen wir schon. Wir kennen euch schon. Ihr könnt nicht viel. It's gonna be like that again, huh? Oh, what, what? Oh, fuck off! Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass ich... In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Schauen wir uns mal kurz an. Schriftsteller Alan Wake. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Okay. Da.
Ist hier was? Nö. Okay. Da unten ist ein Motel. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Na, dann hoffen wir mal, dass wir dort schnell hinkommen. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Definitiv, das ganz. Oh Gott, gib Gummi. Manchmal ist es schlau, wegzulaufen. Die hell beleuchteten Bereiche sind Rückzugspunkte zum Schutz vor Feinden. Ich weiß! Ich muss doch Escape drücken. I can't stay here now. Ja, was glaubst du, was ich mache? Ich renne doch. Aber bestimmt in 2 Metern ist wieder deine Ausdauer am Arsch. Oh, es geht gerade. Er hält sich wacker. Okay. Der aus einem hellen Licht bestehende Rückzugspunkt heilt sie. Yeah. Okay, schauen wir mal. Ist hier irgendwas Cooles? Nö. Da ist irgendwas, wenn ich das richtig sehe. Nur kurz darüber gehen. Vorne ist ein TV, TV. So, das finde ich doch gut hier. Nehmen wir alles klein mit. Sehr gut. So, wo müssen wir hin? In die Werkstatt. Okay. Dann gehen wir in die Werkstatt. Die offenbar genau auf der anderen Seite ist. Super. Ich wieder, ey. Ich muss hier wieder. Heiß über Dunkelheit. Böse, böse. So, was das Schönes? Schalten Sie die Waffenkiste durch die Suche nach versteckten Manuskriptseiten frei und bereiten Sie Ihren Feinden mit besseren Waffen ein Ende. 3 Stück brauche ich hierfür. Hallo! Flüchten Sie vor dem Besessenen ins Motel. Hallo. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Ohne Spaß, oder? Was ist das? Was ist das? So Druckluftnagler. Ich will keinen Druckluftnagler, dann. Pff, nö, will ich nicht. So. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. So, okay, versuchen wir es mal. Hören wir uns mal die erste Page. Was ist denn hier eigentlich? Ach. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet.
bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. Those poor slobs just collateral damage, really. I mean, made some information out of them earlier. But this part? This is just for kicks. Oh, man. So quiet. Das ist ein Assi, oder? Alter, Alter. Der hätte wohl vor dem Popo auf, ey. So, was haben wir hier? Eine Page. So. Wir haben hier einige schon. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Mm-hmm. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Ich hoffe, du weißt, was du tust, ganz ehrlich. So. Die Minikarte oben links zeigt ihren aktuellen Aufgaben an. Die Standorte von Munitionskisten und Rückzugspunkten werden ebenfalls als Symbole dargestellt. Blinkende Fragezeichen deuten auf ein in der Nähe befindliches Manuskript hin. Da steht doch, drück Escape. Ich drücke Escape, was kommt? Rumgemecker. Wait. Whoa! Man muss jetzt sagen, dass es grafisch irgendwie besser ist als der normale Alan Wake Teil. That's one thing down. Zumindest ist das so, mein Gefühl dabei. Dass es doch schon eine Ecke anders ist, ne? So, was brauchen wir hier? 10 Stück, Alter. Ich habe auch nur 3. Okay, erstmal gehen wir ins Licht. Und aus das hier drüben. Gehen nochmal kurz zum Hotel. Ich weiß nicht, mit der Maus, also ich habe es ja erst durchgespielt, Alan Wake. Deswegen dachte ich mir, dass wir in Anschluss gleich Alan Wake American Nightmare spielen, einfach damit es ein gewisser Anschluss ist. So, kann ich das jetzt aufmachen? Ja, wunderbar. Was gibt's hier drin? Eine. Ach du Scheiße. I guess it's about time I went full auto. Das ist ja schön. Okay. Dann nehmen wir jetzt die nette. Was ist das, eine Uzi? Der Uzi. Der Uzi bringt's. Oh Mann, Alter. Was brauchst denn du hier eigentlich? Das. Okay, die Batterie. Just one more to go. Hier drüben haben wir noch ein Manuskript, wie es aussieht. Aha. So, nehmen wir uns gleich vor. Der Splitter. Some of